Wir stehen hier beim Nachwuchsleistungszentrum des VfL Osnabrück mit Arvin Mulay, dem jüngsten VfL-Nachwuchsspieler, der ein Profidebüt gefeiert hat. Und deswegen haben wir als Andenken dein Trikot ja oben im Raum des Haus 2 aufgehängt. Arvin, erstmal dieses Aufhängen des Trikots. Was bedeutet dir das ganz persönlich? Ja, also das macht mich sehr stolz. Ich bin hier schon so lange, seit U13 schon. Und immer auch als kleines Kind bin ich immer durch die Kabinen gelaufen. Man hat schon die ganzen Namen gesehen, die da hängen. Und man wollte auch ein Teil davon sein. Und ja, das macht mich sehr stolz. Dein Debüt hast du beim Spiel gegen den TSV Havelse an der Bremer Brücke gefeiert. Wenn du zurückdenkst an den Moment, als dein Trikot hochgehalten wurde, deine Nummer und du reingekommen bist, wie war der Moment und wie war das Spiel? Ja, das ging ja grundsätzlich sehr schnell. Das war schon meine zweite Woche erstmal bei den Profis, wo ich trainiert habe. Und dann durfte ich direkt mein Debüt machen. Ich sehe, mein Trikot wird mir angezeigt und ich darf reinkommen. Und dann, ja, als ich reingekommen bin, ist einfach unbeschreiblich. So, das ganze Stadion schreit deinen Namen erstmal, wenn du reinkommst. Und einfach unbeschreibliches Gefühl, das muss man einfach selber erlebt haben. Jetzt hast du bei den Profis zuletzt weniger Trainingszeit, bist wieder vermehrt bei der U19 von Christopher Fetz. Wenn du mal überlegen würdest, was du den Jungs in der U19 auch so mitgeben kannst von der Zeit bei den Profis, was würdest du antworten? Ja, also auf jeden Fall, ich freue mich jedes Mal immer bei den Profis so mitmachen zu können. Also ich kann da sehr viel immer mitnehmen und kann mich da immer entwickeln, ich freue mich jedes Mal da zu sein. Und dann bei der U19 versuche ich dann weiterhin noch mehr Gas zu geben, weil da bin ich auch wie ein Vorbild für die Jungs, eine Vorbildfunktion. Und ja, versuche ich halt weiter einfach nur Gas zu geben, da auch wenn ich da bin. Und als letzte Frage, wenn du mit jüngeren Spielern sprichst, denn ihr kommt ja hier mit den verschiedensten Jahrgängen zusammen beim NLZ und alle schielen natürlich auf die Möglichkeit, ihr Profidebüt irgendwann mal geben zu dürfen. Das ist ja der große Traum eines jeden Nachwuchsfußballers. Ganz generell, was würdest du jungen Spielern mit auf den Weg geben? Auf jeden Fall immer als erstes, wie immer, immer hart an sich zu arbeiten, immer an sich zu glauben. Ganz wichtig ist auch immer, die Fehler bei sich zu suchen und einfach bereit sein für die großen Chancen, die sich ergeben werden, immer bereit zu sein für die großen Chancen, die man dann nutzen kann.